Front Return besteht aus 4 Counts. Wir fangen mit einem Touch an zur Seite. Dann drehen wir auf 2, holen Schwung mit den Schultern und nicht mit der Hüfte. Und drehen uns eine halbe Drehung. Hierbei ist es wichtig, dass wir mit dem Fuß nicht so einen Bogen machen, sondern ran und drehen. Auf 3 machen wir einen Point wieder zur Seite und 4 ist ein Close. Zum Üben kann man einfach eine Vierteldrehung machen. Das heißt Point, Vierteldrehung, links, ran. Point, Turn, links, ran. 1, 2, 3, 4, 2 und dann einfach mal die halbe Versuchung. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Okay, ich zeige euch jetzt den Tanz Cajun Slap. Dieser Tanz hat 40 Counts und geht in alle 4 Richtungen, ein sogenannter Four-Wall-Line-Dance. Okay, beginnen wir mit den ersten 8 Counts. Die ersten 8 Counts bestehen aus einem Grapevine nach rechts und mit Toe-Touches. Ja, es geht los, ein Schritt mit rechts zur rechten Seite ist 1. Links hinterm rechten Kreuzen ist 2. Ein Schritt zur rechten Seite ist 3. Und links den linken Fuß neben dem rechten Fuß auftippen ist 4. Ich zeige euch jetzt den Black Coffee. Black Coffee ist ein Line Dance, besteht aus 48 Counts und geht zu allen 4 Seiten. Wir fangen mit dem rechten Fuß nach vorne 2-mal mit einem Kick an. Rechts, Kick, Kick, ein Triple Step am Platz. Rechts, links, rechts. Das gleiche mit dem linken Fuß. Kick, Kick, Triple Step am Platz. Links, rechts, links. Nochmal. Und Kick, Kick, Triple Step. Links Kick, Kick, Triple Step.